Viele kennen Natron aus dem Supermarkt als ewiges Hausmittel, auch gegen Sodbrennen oder zum Obstwaschen und so weiter. Doch einige Wissenschaftler kamen auf die Idee, dass Natron ja basisch ist. Kurz erklärt, wieso das überhaupt so ist und wieso es bei Sodbrennen hilft. Hier einmal die Reaktion von Natron mit Säure. Nun betrachten wir uns einmal die chemische Reaktion, damit ihr genauestens versteht, was da überhaupt passiert. Das ist ganz wichtig für später im Verlauf des Videos. Links in der HCO3 ist das Natron. Natriumhydrogencarbonat. Plus H, das ist die Säure. Ja, reagiert dann dementsprechend zu H2CO3. Und was ist H2CO3? Das kennt jeder. Es ist die Kohlensäure. Was auffällt in der Kohlensäure? Wir haben hier H2, das heißt zwei Wasserstoffatome. Wo kommen die her? Zum einen das eine aus dem Natron, ne, deshalb heißt es auch Hydrogencarbonat, das Hydro ist für das Wasserstoffatom, und das H+, das ja dementsprechend die Säure darstellt, links von der Reaktionsgleichung. Das heißt, was wir sagen können, die Säure wird gebunden in einem Molekül und damit wird sie entfernt aus dem System. Und wenn die Säure immer weiter entfernt wird aus einem System, wird es halt immer basischer, weil immer weniger Säure da ist, weil jene gebunden wird in der Kohlensäure. Und jetzt das Interessante ist, da die Säure dementsprechend ja immer noch da ist, kann man ja sagen, ne, weil Kohlensäure ist ja auch eine Säure, sehen wir in Reaktionsgleichung 2, Kohlensäure ist ein instabiles Molekül, was viele nicht wissen, und zerfällt zu Wasser und CO2. Und CO2 ist ein Gas und steigt nach oben. Und das erklärt es die Reaktion, dieses Schäumen gerade auf. Das ist das Aufsteigen der CO2 oder dein Aufstoßen, nachdem du Soda, beziehungsweise nicht Soda, sondern Natriumhydrogencarbonat geschluckt hast. Das ist das aufsteigende CO2. Wir kennen auch viele das Beispiel in einer Sprudelflasche, wenn wir sie aufdrehen, die Kohlensäure eben zerfällt, genau in der zweiten Reaktionsgleichung zu H2O und CO2. Das Zischen ist das CO2, was aufsteigt, wenn die Kohlensäure zerfällt, damit ihr es auch wisst, was passiert, wenn ihr eine Sprudelflasche öffnet. Okay, deshalb gingen Wissenschaftler davon aus, dass bei einer Anstrengung Säure im Muskel entsteht, das Laktat, welches durch Natron neutralisiert werden könnte. Da du nicht so schnell atmen kannst, wie du zur Zuckerverstoffwechslung benötigst, vergärt der Körper den Zucker. Dabei fällt Laktat an, als Säure. Das kennen wir alle als Brennen im Muskel, bei Überlastung. Der niedrige pH-Wert, das heißt die viele Säure im Muskel, hindert dich weiterzumachen. Und wie wir gelernt haben, ist Natron jetzt ja basisch. Jetzt verstehen wir den Mechanismus dieses Videos. Also, untersuchten Wissenschaftler diese bei Leistungssportler, unter anderem wurden noch Beta-Alanin getestet, welches eine basische Aminosäure ist und genau nach dem gleichen Wirkungsmechanismus interagieren sollte wie jenes Natron. Schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Hier sehen wir die 100 und 200 Meter Schwimmerdistanzen. Und wir sehen von 17 bis 23 hier, ja, die Normalwert, dann der Wert, der gemessen worden ist, in der Placebo-Gruppe nochmal, die Zucker bekommen haben. Und dann in der Gruppe SB, ja, Soda Baking, das heißt für Natron, die Zeiten mit Natron. Spulen wir ganz nach unten, Mean. Vorher 63,25, nach der Placebo, nachdem die Zucker bekommen haben, 63,93 die Zeit. Nicht wirklich besser, eher schlechter geworden. Dann aber mit Natron 61,56. Das heißt fast 2 Sekunden schneller. Auch in 200 Meter Trial können wir das gleiche beobachten, 137, später 138 schlechter geworden in der Placebo-Gruppe und dann auf 135 wieder 2 Sekunden gesunken, nachdem sie Natron vorher verzehrt haben, einige Gramm. Das gleiche konnte auch beobachtet werden, spulen wir auf die rechte Seite einmal, da geht es um BA, das ist die, und PL. Ja, das ist die Beta-Alanin, die basische Aminosäure. Hier sehen wir ebenfalls einen Trend, ja, vorher 60, dann 59, dann 58. Ja. Hier sehen wir, dass durch die Gabe von BA und SB, sehen wir ganz rechts, ja, wenn die Aminosäure und das Natron zusammengekommen ist, der Wert nochmal gesenkt werden konnte auf 58 von vorher 59. Das gleiche sehen wir unten auch, 131 normal. Dann die Aminosäure bekommen, auf 130 gesenkt, 200 Meter. Und dann nochmal mit Natron nochmal 2 Sekunden gesenkt auf 128. Das heißt, wir sehen hier eine definitive Verbesserung der Leistung. Das Wichtige ist aber bei dieser Studie, dass keine Interessen oder Produktplatzierungen voranstanden.
So verlassen wir den Ausdauersport und suchen den Kraftsport auf, zum Beispiel mit Bankdrücken und der Kniebeuge. So sehen wir, dass hier die Wiederholungen geschafft wurden bei einer Kniebeuge und auch beim Bankdrücken und hier auch nochmal in Zahlen, dass diese deutlich besser waren. Nicht aber in der Maximalkraft, was ja zu der Theorie passen würde, mit der Übersäuerung, denn jene passiert nur beim Ausdauersport. Kommen wir mal zum Kraftsport mit drei Disziplinen Judo noch. So heben diese 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht alle halbe Stunde bekommen. Das ist schon ziemlich viel. Es ist zu sehen, dass durch Natron und Koffein eine gute Steigerung im Vergleich zu Placebo zu messen war in Bezug auf die Würfe. Aber die Kombination natürlich da nochmal viel, viel besser schien mit Natron und Koffein noch. Jetzt ist noch interessant zu wissen, woran das liegt. Also fanden die Forscher heraus, dass die Hypothese, die ich am Anfang des Videos ja aufgestellt hatte, bezüglich der Laktatbildung und Übersäuerung überhaupt stimmt, Fragezeichen. Auch dies wurde getestet und man sieht, dass das Laktat im Blut messbar niedriger war in der Natrongruppe, die auch die bessere Leistung erzielte. Es gibt auch andere Studien, die hinweisen, dass der Blut-pH-Wert tatsächlich geändert werden kann im Vergleich zu Placebo, und zwar um 0,02. Und trotzdem kam es in dieser Studie ebenfalls bei Schwimmern zu keiner wirklichen Anstieg der Leistung. Kommen wir mal zum Resümee. Es gibt keine Metastudien und jene Ergebnisse sind zwar teilweise messbar, aber nur für geringe Teilnehmer-Pilotstudien. Und für wen spielen solche geringe Unterschiede wirklich, wirklich eine Rolle? Es werden zum Teil größere Mengen davon verzehrt, zweistellige Grammzahlen, welche absolut fürchterlich schmeckt. Und dazu noch die Magensäure neutralisiert. Und du danach keine Proteine mehr vernünftig spalten kannst, denn das passierte nun mal in deinem Magen und nicht in deinem Darm, wo Proteine gespalten werden. Daher würde es sich für mich persönlich nicht lohnen. Des Weiteren macht man sich angreifbar für Pathogene, denn die Magensäure schützt uns davor. Daher kann Rohkost zur Gefahr werden, wenn sie kontaminiert ist. Für absolute Spitzensportler, gerade die Kombination mit Koffein, Beta-Alanin und dem Natron, könnte es schon noch den feinen Unterschied machen. Für den Otto-Normalverbraucher meiner Meinung nach nicht wirklich alltagstauglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt und damit ihr immer informiert werdet, wann ein neues Video kommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst und einen Daumen da lasst. Das wäre sehr schön. Und euch zu sehen auf vitasomal.de, meine liposomalen Supplements mit 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit laut einer Studie. Und wir haben auch Tees und Kräuter. Ich hoffe, wir sehen uns da gleich, damit ihr den Kanal gerne unterstützt damit, damit ich immer fleißig weitermachen kann auf vitasomal.de. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.